Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Und ich habe mir etwas gegönnt. Ich habe bei Sephora bestellt, bei Sephora Deutschland. Und zwar die Kat Von D KVD Vegan Eyeshadow Palette. Die sieht so aus. Und da steht drauf, Cat's Brightest Ever Vegan Shades. Vegan Love Eyeshadow Palette. Und dann holen wir die mal aus ihrer Verpackung. So sieht das Stück dann aus. Mit so einem gummierten und etwas reliefartigen Vegan Schriftzug. Oh, und ein süßer Herzspiegel. Und dann sind da diese Farben drin. Die sind alle schimmernd. Und damit wollte ich mir jetzt einen Augenlook schminken. Dann gucken wir mal, was da noch so drin war. Hier war noch einmal Glam Glow Star Potion. Liquid Charcoal Clarifying Oil und einmal eine Maske, die tue ich mit in eine Box rein. Alle, die mein vorletztes Video gesehen haben, wissen, in welche Box. Und dann würde ich sagen, starten wir. Und dann nehme ich mir mal von Essence die I Love Color Intensifying Eye Base. Die habe ich beim Aufräumen wiedergefunden. Und die scheint aber noch gut zu sein. Die ist schon ein bisschen älter. Arbeite das mit einem Essence Eyeshadow Brush ein. Ich bleibe auch zu Hause. Ich bin nicht unterwegs. Ich gehe nur einmal die Woche einkaufen mit meiner Mom. Und ansonsten bleibe ich mit dem Arsch schön zu Hause sitzen. Ich hoffe, ihr auch, wenn ihr nicht arbeiten müsst. Das ist jetzt wichtig, damit sich dieses ganze Verrückte, was gerade auf der Welt passiert, nicht weiter ausbreiten kann. Mal gucken, wie lange wir überhaupt noch raus dürfen. Also zum Einkaufen darf man ja sowieso raus. Aber wer weiß, wie lange wir noch so sind, ohne Quarantänezustand für alle. Ich halte mich mit Instagram und YouTube über Wasser. Gott sei Dank posten alle fröhlich Videos, weil wir sitzen ja eh alle zu Hause oder die meisten und haben dann Zeit, Videos zu drehen. Und das ist natürlich nice, weil dann mehr Content kommt. Wieso sind meine Augenbrauen immer so unterschiedlich? Und weil in der Vegan-Palette nur Shimmer-Shades drin sind, nehme ich mir mal die Essence Eyeshadow Palette dazu.
aus dem Adventskalender. Die sieht so aus. Die hat auch matte Töne. Und gehe dann erstmal in diesen matten weißen Ton rein und sette damit meine Base. Ich meine, man hat ja Zeit und stöbert dann so ein bisschen online rum und man wird ja auch angefixt durch andere Leute. Und ich habe auf der Sephora Deutschland Seite halt diese Palette entdeckt und wollte die gerne haben. Ich wusste jetzt nicht, dass es alles schimmernde Lidschatten sind. Und hier steht auch Best Applied with Fingers, also am besten auftragen mit dem Finger. Aber ich denke, ich fange jetzt mal mit dem Pinsel an und gucke, wie die mit dem Pinsel performen. Dafür nehme ich mir aus der Essence LE Brush Hour diesen Blending Brush und gehe mal in Empathy. Das ist dieser hier. Da kommt auch gut Pigment auf den Pinsel. Der hat so einen schönen Duochrom. Und lässt sich auch problemlos aufbauen. So, dann gehe ich in Mercy, das ist dieser Rotton. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie draufgehauen. Naja, gucken wir mal, wie es am Schluss aussieht. Und dann gehe ich mal mit dem Finger in Activist. Das ist dieser gelbe hier.
So, dann brauche ich mal ein Tüchlein. Extra eine neue Packung. Neutrogena Hydro Boost. Ich swatch die Farben, die ich jetzt auf dem Auge benutzt habe, swatche ich euch auch noch am Schluss nochmal durch. Und für den Innenwinkel nehme ich Compassion. Das ist dieser hier. Dafür nehme ich mir aber einen Pinsel, einen kleinen, feinen. Den Essence Smudging Brush. Man muss schon ein bisschen reingehen in die Fändchen, sonst kommt da nichts bei längs. Aber doch, den sieht man gut. So, als Innenwinkel-Highlight. Was setzen wir uns denn mal an unteren Wimpern-Crunch? Vielleicht was Dunkles. Nehme ich denselben Pinsel und gehe in Species. So ein glitzernder Braunton. Ja, Katzenmann. Der Katzenmann ist da. Klein bisschen Fallout hat die Palette. Aber das stört mich nicht weiter. So, dann swatche ich euch mal die, die ich jetzt nicht benutzt habe. Das ist einmal Liberation, Earthling, Sanctuary und Equality. Eine sehr schöne Add-on-Palette, wenn man schon eine bestehende Kollektion hat. Sehr schön. Ach, Sentient nennen. Sentient? Der fehlt noch. Ho, ho, ho. Oh. Bams! Schönes Kupfer. Mein Finger war jetzt auch noch leicht feucht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Dann mache ich mir die Kiss and Curl Mascara von Douglas mal drauf. Mit diesem interessanten Bürstchen
hier. Ich bin ja mal gespannt, ob ich nächste Woche Klopapier kaufen kann. Also wir haben noch welches. Aber ich bin mal gespannt, wie schnell die mit dem Auffüllen sind. Vor allen Dingen vor 2 Wochen, als ich meine Packung Klopapier gekauft habe, die ich noch hier liegen habe, da war es noch ein Sonderaufsteller, da war noch gar nichts los, gar keine Panik, da war alles noch vorhanden. Gefällt mir ganz gut. Schön bunt, schön frühlingshaft frisch. Das ist doch schick. Noch ein Lippenstift, noch ein Lippenstift. Von den Le Chocolat ein. Nehmen wir mal Cocoa Crush. Ich liebe die Le Chocolat von L'Oreal. Ach so, das ist die 868. Von denen. Die riechen auch so gut. Und passt gut zu meinen Fingernägeln. Die sind auch dunkelrot. So. Das war's für dieses Video erstmal. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet. Ach Quatsch. Fail. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Und wenn ihr mögt, hinterlasst mir ein Däumchen nach oben und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr mögt, gerne kommentieren. Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Habt ihr Tipps gegen den Lagerkoller? Wir sehen uns. Bleibt gesund. Tschüss.